Schmales Messer und zieht entlang der Rückengräte, direkt auf der Rückengräte, nach hinten durch. Immer wichtig, vorne das Filet immer anlupfen, dass es über dem Messer ist, sonst versaut ihr euch das Filet nachher. Und deswegen hört ihr jetzt schon, warum ein scharfes Messer wichtig ist, weil wir die Seitengräten einfach durchtrennen. So, hier an der Schwanzflosse, an der hinteren Rückenflosse, etwas vorsichtig. Wir kommen jetzt über den After rein und ziehen hier hinten sauber bis zur Schwanzflosse durch. So, ich habe hier vorne ein paar Gramm verschenkt, das macht nichts. Dann habt ihr den Fisch erstmal geteilt und habt dann hier schon das erste Filet liegen. Ich lege das zur Seite mal auf den Teller und dann dreht ihr den Fisch. Ihr seht, der hat hier zwei Schläge abbekommen, wahrscheinlich vom Reiher, aber das macht gar nichts. Und setzt dann wieder sauber an, hinter dem Kiemendeckel und durchschneiden bis zum Bauchlappen. Dann wieder das Messer drehen, das Filet nach oben klappen am besten und also ihr könnt auch den Fisch noch umlegen, wie ihr wollt, aber ich mache es eigentlich lieber so, ja. Durchziehen. Jetzt bin ich da ein bisschen über der Schwanzflosse, über der unteren. Das mache ich nicht. Und bis zur Schwanzflosse sauber durchziehen. Und schon haben wir das nächste Filetstück. So, lege ich auch kurz zur Seite. Ihr seht jetzt vom Hecht, da ist sehr wenig Fleisch noch dran. Man kann jetzt, wenn man möchte, hier hinten das Rückenstück noch runterschneiden. Das ist auch drehtenfrei. Einfach hinter der Rückenflosse am Kopf runterschneiden. Und dann kann man schon mit dem Messer oberhalb
des Sichtgrades mit dem Messer durchziehen. Und dann hat man hier nochmal eins. Da sind jetzt noch ein paar von den Y-Drähten übrig. Aber für eine Fischsuppe oder sowas, warum soll man das Fleisch verschwenden? So, letztendlich sieht dann euer Fisch so aus. Ihr könnt ihn auskochen. Ihr habt immer noch den Kopf zum Präparieren, wie ihr wollt. Dafür wird es dann auch noch ein Video geben. Und das kommt jetzt erstmal zur Seite in der Tüte, damit ihr seht, wie es weitergeht. So, wir nehmen uns jetzt nochmal ein Filet. Und dann haben wir hier noch die untere Flosse. Da legen wir uns das so hin. Schneiden hinter der Flosse ein. Also wirklich direkt, nicht zu viel verschwenden. Und dann können wir nach vorne durchziehen und haben die Flosse samt Gräten einfach entfernt. Und dann haben wir hier ein schönes Filetstück. Hier ein bisschen etwas weg. Und dann kann man sich portionsweise eigentlich hier immer auf Höhe der Flosse zwei schöne Filets rausschneiden. Und dann haben wir hier ein wunderbares Hechtfilet, was man direkt so braten kann. Wenn man möchte, kann man hier noch jetzt direkt ansetzen und die Drähten, die Brustdrähten hier alle entfernen nach unten. Ich mache das nicht, da geht ein bisschen zu viel Fleisch verloren. Ich mag das so direkt in Butter, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitrone, ein paar Kräuter dazu. Sehr lecker. Hier auch das Gleiche. Ich zeige es nochmal mit dem anderen Filet. Jetzt nach unten mit dem Bauchlappen weg. Der ist sowieso nur reines Fett. Je nach Geschmackssache. Filet umdrehen. In der Mitte verteilen. Also ich habe hier ein bisschen größere Portion. Und die vordere sind genau jetzt 4 Portionen, die aus dem rausgekommen sind. Zwar ordentliche Portionen, nicht so wie man es bekommen würde. Möchte man jetzt das nicht, das Filet mit der Haut haben, lässt man das vorher ganz, schneidet hier hinten bis zur Haut runter rein, hält dann mit dem Daumennagel oder mit den Fingern hinten das letzte Stück fest und zieht mit dem Messer direkt auf der Haut entlang, dann hat man eben ohne Haut, wenn man sich zum Beispiel den Stress mit dem ganzen Schuppen und sowas sparen möchte. Aber ich denke immer mit der Haut, wenn die schön kross gebraten ist, in Butter, ist es mit das Leckerste vom Fisch. Ja, und dann seht ihr, so schnell kann man Hecht filetieren. Der ist küchenfertig. Reicht auf jeden Fall für 4 Portionen. Man kann noch eine kleine Fischsuppe dazu kochen mit Einlage und sowas. Wunderbar. Man muss natürlich beim Essen dann aufpassen. Allerdings, wenn man die Gräten frei filetiert, dann geht wirklich beim Hecht unglaublich viel Fleisch verloren. Und deswegen ist es so jetzt eine gute Portion und das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Es mag nicht die sauberste Methode sein, um Hecht zu filetieren. Aber trotzdem, ihr kriegt damit mit am meisten Fleisch raus und könnt den ganzen Fisch verwerten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch die anderen Videos von mir anschaut. Ich habe auch ein paar Videos mit Hecht, Leichtbissen und Barsch und was ich sonst hier in meinem Gewässer alles fangen kann. Ja, der hat jetzt auch einen 3er Maps gebissen. Kam relativ spät abends, deswegen habe ich auch am nächsten Tag erst den Fisch filetiert und verarbeitet. Ich werde mir jetzt gleich davon ein Stück in die Pfanne hauen und der Rest kommt dann in den Tiefkühler. Macht's gut, euch Petri Heil und immer einen schönen Fisch anangeln. Ne? Ciao!